Hallo und willkommen zurück zum Serverprojekt. Hallo. So. Ja, es ist einiges passiert, wie man sieht. Und zwar war seit der letzten Folge ein Livestream. Ich kann ganz kurz sagen, was ich gemacht habe. Ich habe unser Haus schön abgerissen. Wie man sieht. Ich habe ein weiteres Solarpanel gebaut. Und hier ist nichts passiert. Ich habe die Eisengolem-Farm wieder repariert. Also die produziert jetzt wieder. Die hatte nämlich nicht produziert. Und ja, was wir heute machen ist, erstens hier unser Zeug aufladen. Und zweitens eine Quarry bauen. Dafür brauchen wir ein bisschen Gold. Haben wir noch hier Gold? Ja, hier haben wir noch Gold. Dann Eisen. Steine. Und etwas Holz. Quarry. Aus dem Holz müssen wir übrigens Sticks machen. Iron Gear, Wood Gear. Sieben, soweit ich weiß. Oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yep. Stone Gear aus allen. Dann noch Eisen Gear aus allen. Jetzt müssen 4 davon zu Gold werden. Und davon wiederum 2 zu Diamant. Dann brauchen wir hier noch eine Diamantspitzhacke. Oh, apropos, bevor ich es vergesse. Ja, okay. Und ein Redstone noch. Sei mir nicht, wir haben kein Redstone mehr. Da müssen wir aber viel verbraucht haben. Und die Quarry. Der einfachste Teil wäre geschafft. Jetzt brauchen wir 2 Item-Tesserakte. Aua. Ah, du Scheiße. Oh, das hat aber gerade noch so gereicht. Oh. Da habe ich wohl vergessen, den Hebel umzulegen. Wir haben ja netterweise ein bisschen Lead geschnort. Das harte Glas scheine ich dann schon irgendwo reingepackt zu haben. Jetzt brauchen wir den Tesseract Frame. Dafür brauchen wir Zinn. Sollten wir hier noch haben. Den müssen wir jetzt mit Molten Ender füllen. Brauchen wir ein bisschen mehr Eisen. Das heißt, wir brauchen hier etwas Eisen. So. Das Ganze müssen wir jetzt. Oh, fail. So müsste es stimmen. Oder? Ja, Output rechts, hier Input links. Ich hoffe, da ist jetzt nichts mehr drin. Gut.
Enderperlen rein. Dich drüber und anschalten. Ja, der hat zu essen. Chill. Und warten, bis die alle durchgeheizt sind. Dank dem Magma Crucible. Hier dann die Tesseract Frames rein. Dich können wir eigentlich wieder abbauen und hier drauf setzen. Oh, das sieht aber dämlich aus mit dem hier unten. Hallo Sattel. Autsch. Na komm, mach hinne. Okay, daraus müssen wir jetzt zwei Item-Tesserakte machen. Also brauchen wir Silber, Zinn und das Ding wieder. Jeweils zweimal. Brauchen wir wieder mehr Eisen. Das ist ja noch längst nicht alles. Das war doch so, oder? Ja. Hätten wir dich, brauchen wir Silber, Zinn. Silber haben wir dabei. Zinn nicht. So, haben wir die Item-Tesserakte. Und die Quarry. Resin kann ich hier unten mal reinpacken. Wunderbar, da haben wir wieder ein bisschen was. Also Quarry und Item Tesseract. Was wir jetzt noch brauchen, sind ein... Oh, das brauchen wir wieder. Redstone. So. Vier Dias haben wir ja noch. Und so. Wir brauchen nämlich ein MFE. Ein MFE. Dann brauchen wir dafür 4 Goldkabel. Haben wir nicht. Also wir stellen einfach ganz dreist wieder ein neues Goldkabel her. Und wir brauchen Refined Iron. Dafür weg und du musst so. Dann hast du wieder hin. Du wieder so umgelegt werden. Und
Wunderbar. Dann müssen wir daraus jetzt hier einen Maschinenblock machen. Und wir haben das MFE. Dann nehmen wir uns einfach hier das neue MV-Panel, was wir gemacht haben. Das sollte nämlich reichen. MFE, MV-Panel, Item Tesseract, Quarry. Und jetzt brauchen wir nur noch ein paar Electric Engines. Also wir brauchen wieder Eisen. Bevor gehen wir mal ins Bett. Ach, okay, können wir noch nicht. Dann gehen wir erst Eisen holen, dann ins Bett. Zack. Wofür wollte ich das Eisen jetzt? Ah, für die Pistons. 3, 3. Und so. Und so. Dann die Tin Gear werden aus Stone Gear gemacht. 2, 3. So. Stone und dann Tin drumrum. Perfekt. So, dann so, dann so und wir haben 3 elektrische Engines. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen. Bin ich falsch gerannt? Na doch, brauche ja wieder Eisen. So, ist ein bisschen Eisen für Eisenkisten. Das machen wir jetzt hübsch. Ein paar Goldkisten. Daraus. Machen wir, wenn es denn reicht. Dafür reicht unser Glas natürlich wieder mal nicht. Das heißt, wir dürfen erstmal runtergehen und noch ein bisschen mehr Glas machen. Zack. Und zwar kriegt dafür der Macerator wieder die Overclock-Upgrades und macht ein bisschen Glas für uns. Beziehungsweise er macht Sand und der Ofen macht das Glas draus. So, das reicht auch schon. Und dann... muss das Glas rein und wir haben unsere 6 Diamantkisten. Ich hoffe mal, das reicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, das wird niemals reichen. Wir brauchen mehr. Dafür brauchen wir mehr Holz.
So. Ganzes Spiel von vorne. Mehr Eisen holen. Eisenkisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minium Stone zu Gold. Und hier jetzt 4 und ich brauche nochmal 8 Dias. Und dafür wird das Glas wieder nicht reichen. Das heißt, ich gehe jetzt gleich runter. Pack die Overclock-Upgrades wieder hier rein. Hol mal den Rest vom Glas. So, schnell den Skype auf beschäftigt gestellt. Und so. Das heißt, hier dürfen dann Pipes durch. Haben wir denn noch Stone Pipes oder? Wir haben noch Obsidian Pipes, Gold Pipes und Diamond Pipes. Richtig, Diamond Pipe muss eine hier hin. Gold Pipes dürfen dann hier hin und dann machen wir einfach noch ein paar mehr Gold Pipes. Gold kann man hier Gott sei Dank. Brauche ich hier gar nicht. Ich habe hier ja noch. Aber doch, ich habe sogar noch genug Glas. Für 8 Goldpipes reicht das auch allemal. Und dann packen wir hier das erste Item-Tesserakt hin. Owner only. Das Ganze packen wir auf 2 und nennen es Quarry plus Set Frequency Receive Only. Okay, dann können wir jetzt auch schon die Quarry eigentlich in Gang setzen. Dafür brauchen wir jetzt nur das 4 Landmarks und dann suchen wir uns jetzt ein hübsches Fleckchen über einem Vulkan. Den wir vorher natürlich ausmachen müssen. Ich weiß, war hier hinten beim NPC-Dorf einer. Genau. Da rechts war ein Vetter und hier links war einer, der etwas chilliger war. Apropos, ja, okay. Brauche noch ein paar Schalter. Dann müssen wir den hier ganz kurz stoppen.
Oder Wasser drüber kippen. Das Problem ist nur, ich habe... müssen wir nochmal heim. Können wir aber gleich hier ein Basaltstück mitnehmen und das in die Diamond Pipe werfen. Und ich muss endlich wieder die Waypoints aktualisieren. So. Waypoint, New Waypoint, Haus. Dann. Finden wir Waypoints auf. So, was wollte ich jetzt mitnehmen? Ach ja, einmal einerseits. Hier unten in Rot Basalt packen. Andererseits wollte ich einen Eimer mitnehmen. Und wir können auch gleich wieder ins Bett gehen, fällt mir auf. Nehmen wir mal drei Eimer mit. Legen noch ein bisschen Trash ab. Sattel, Beef. So. Ab ins Bett. Und dann müssten wir alles haben. Ja, außer dass wir die einmal erst noch mit Wasser füllen müssen. Das müssen wir auch nicht unbedingt hier machen. Machen wir aber trotzdem. So. Denn ich will ein bisschen Basalt haben. Ob ihr es glaubt oder nicht. Das Wasser kann so bleiben. Müssen wir hier den Cobblestone noch erst wieder wegmachen. Und dann können wir das Ganze hier wieder hinsetzen. Wunderbar. Und jetzt müssen wir hier die Ecken von unserer Quarry platzieren. Und dafür habe ich jetzt dummerweise wieder mal nicht genug Stuff dabei. Bin ja wie immer top vorbereitet. Da ist immer noch Lava. Ja, wie nervig. So. Und so. Und dann gehen wir einfach hier.
Wir machen das letzte hier. Dürfen uns aber erst wieder etwas mehr Erde holen. Ja doch. Muss ich nämlich genau. Hier. Müsste es sein. Slabpack muss ich auch auf Dauer wieder aufladen. Hihi. Oh. Das wollte ich nicht. Und dann einmal rechtsklicken. Wunderbar. Dann brauche ich überall, von überall die Schalter wieder. Dann setzen wir die Quarry einfach mal hier hin. Dafür bauen wir jetzt hier eine kleine Plattform. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Die Kabel. Gut. Waypoint, New Waypoint, Quarry. Gehen wir schnell Kabel holen. Ich bin einfach zu vergesslich. So. Wenn ich jetzt nochmal was vergessen habe, dann habe ich keinen Bock mehr. Ich will heute noch diese scheiß Quarry in Gang bringen. Egal, ob die Folge jetzt Überlänge hat oder nicht. Und zack. Jetzt packen wir hier erstmal das Item Tesseract drauf. Quarry. Brauchen wir hier rum Platz für die drei elektrischen Engines. Eigentlich könnten wir vier dran bauen. Wir bauen aber nur drei dran. Bauen wir hier das MFE hin. Das Ding oben drauf. Wunderbar. Dann hier die Kabel. So. Hier ein Schalter. Und hier ein Schalter.
Und los. So, das Ganze arbeitet jetzt. Die Chunks werden auch automatisch geladen. Das heißt, das war es erstmal mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss.